Willkommen zurück bei Zelda Breath of the Wild, ne? Brett der Wilde oder so. Ja. Wo bin ich eigentlich gerade? Ganz genau. Ich habe dieses, glaube ich, gestern entdeckt. Naja. Koponga Dorfruine, warum auch immer ich hier bin. Schreininsel, hier war ich auch schon mal. Und das ist eigentlich nicht unsere Aufgabe. Wir müssen noch zwei Titanen machen. Den da. Und den hier. Ah, Famido. Genau. Bums. Wir sind ja noch mitten in der Ballade der Recken. Deswegen. Sollten wir das mal weitermachen hier, nicht? Aber das sieht so schön aus hier. Also doch bei Nessie. Sehr schön. Ja, habe ich ja genannt, ne? Da war ich ja gar nicht mal so scheiße. Ups. Ja, freut mich, dass du da bist, auf jeden Fall. Das ist eine kleine Überraschung. Ups. Warum kämpfe ich gegen euch? Ich will eigentlich gar nicht. Naja, so ein bisschen, um ins Spiel wieder reinzukommen, ne? Die Ausdauer ist schon für den Arsch, oder kann das sein? Mifas Gebet ist bereit. Gleich. Oh Mann, das wird wieder lustig heute. Vor allem ist Zelda echt eine Weile her. Dazu mein Gehirn, das viel langsamer funktioniert, weil müde. Das wird lustig. Wow! Wer war das? Wer spuckt hier mit Stein? Wer wirft hier mit Stein? Hallo? Wer war das? Hä? Habe ich mir das nur eingebildet? Okay. Ja, vielen Dank für dein Follow! Jennifer, hey, willkommen im... Oh mein Gott, im Gecko-Rudel. Shit, shut, fuck, fuck. Du bist... Ich mag dich nicht. Warum seid... Warum tauchen die immer urplötzlich... Okay, ciao. Wir gehen erstmal... Wir gehen jetzt hier hin, ne? Weil das ist, What? Was? Bevor ich hier irgendwie dumm bin und sterbe und so... Porten wir uns doch sofort zum Titanen. Wenn dann schon so richtig, ne? Auf die Nuss. Scheiße. Na, das wird ja toll. Läuft bei dir. Ja, fantastisch läuft es bei mir. Das ist fantastisch. Bin da die Doofe mit dem pinken Arm und dem grünen Schwert. Oh, du bist sogar Mod bei Nessie? Das kann sein, ja. Ja. Oha, schnell umziehen. Jup, 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 jup. Pass mal auf. Das war noch was. Als ich das... Oh, mein Schild brennt! Als ich alle drei Rüstungsteile gekauft habe, obwohl ich nicht hätte alle drei haben tun gebrauchen täten. Besser. Okay, so, hier wären wir. Diesmal machen wir diesen Titan nicht als letztes, sondern halt direkt jetzt. Warum leuchtet es da oben? Leuchtet es bei jedem Titan? Warum leuchtet es? Muss ich da hoch? Huch! Der Titan hat die Verheerung Ganon in Schloss Hyrule ins Visier genommen. Es ist zu gefährlich, sich ihm zu nähern. Boah, seit dem ersten Stream. Ach, wie cool. Fast die einzige aktiv bin, die so lange... Das ist ja cool. Und dann hat dich Nessie deswegen zum Mod ernannt. Das ist schön. Mifas Gebet ist bereit. Mifas Gebet. Wenn du es brauchst. Wenn du es brauchst, das werden wir heute definitiv gebrauchen. Wahrscheinlich mal wieder. Wie immer. Ja, und jetzt bin ich da beim Titan und wie geht's weiter? Hä? Ja, und jetzt? Musste ich da noch irgendwas machen? Hä, bin ich blöd? Hä? Deswegen will ich die alten Streams mal wieder sehen. Ja, ich würde auch mal die alten von Nessie sehen. Sie hat immer Ausschnitte gezeigt, das war schon ganz funny.
Aber vielleicht wird hier ja genauso super cool. Na, cool würde ich vielleicht nicht sagen. Ja, mal gucken, ne? Also, vielleicht gefällt es dir ja hier bei mir, weil es ist eine Katastrophe hier. Ja, wenn du auf katastrophale Streams stehst, so, mit viel Hang zum failhaftischen Gameplay, dann bist du hier genau richtig. Würde ich mal sagen. Nee, das war anders. Moment. Nein. Ich weiß wieder. Wir müssen nicht sofort zum Titan. Wir müssen erst dahin, wo Sachen sind. Dieses, ne, diese drei. Wo ist das denn? Wie kriege ich das raus? Das war, oh mein Gott, es ist zu lange her, dass wir Zelda gestreamt haben. Mann, wie doof. Warte, wie kriege ich das raus nochmal? Das Bild, ich brauche ein Bild. Das sind ja diese drei Säulengedöns-Dinger. Da müssen wir erst diese drei Aufgaben lösen und dann geht's ja zum Titan. Aber, hä? Wie kriege ich, woher weiß ich denn jetzt nochmal? Was sind diese Markierungen? Das sind, glaube ich, nicht die Markierungen, wo ich hin soll, oder? Nein, ich glaube, da habe ich Schreine markiert. Wie immer. Kage! Was mache ich denn jetzt? Begib dich an die auf der Karte angezeigten Orte. Orte! Markieren wir das Ganze mal. Nani, bin ich bescheuert? Wie komme ich denn? Es ist fantastisch. Ah, besser. Jetzt haben wir es auf der Map. Jetzt ist das besser. Da müssen wir nämlich hin. Guckst du. Fantastisch. Das ist. Das ist kein Schrein in der Nähe. Also muss ich zum Dorf. Reicht das von da aus? Nee, das ist bescheuert. Nee, gehen wir da hin. Okay, cool. Yay, rausgefunden. Jächen. Mifa ist und bleibt die beste Fähigkeit. Ja, fast schon, oder? Sie belebt dich halt wieder. Ja, das mit dem in die Luft gehen ist aber auch ziemlich cool. Oder die Donnerfee. Die sind alle eigentlich ziemlich praktisch und cool. Katastrophen-Streams kenne ich zu gut und die sind am besten. Ja, dann bin aber auch nur hier rein, weil ich das Gesicht sehen wollte. Muss ich leider gestehen. Ach, so ist das. So eine bist du, ja? Mhm. Da wollte jemand einfach mal mein Gesicht sehen. Mein hässliches Gesicht will doch kein Mensch sehen. Futz, putz. Mann, geht nicht. Boah, ich bin heute echt durch. Oh, das wird so scheiße heute. Fantastisch. Ich würde sagen, Rivali braucht man öfters, allein schon wegen dem Regen. Oh ja, der scheiß Regen. Es regnet hier definitiv zu oft in Hyrule, ganz eindeutig. Das Spiel auch wirklich nicht zu laut, nein? Nee, mir passt. Du Kacke, das war knapp. Hä? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Blutmond. Oh mein Gott. Und das hier. Sehr passend eigentlich. Aber oh Mann. Die Nacht des Blutmondes ist erneut gekommen. Ja. Fantastisch. Gecko in drei Wörter, da bin ich mal gespannt. Verpeilt, sympathisch. Und das Lächeln ist ansteckend. Echt? Ja. Ja, verpeilt und sympathisch. Ja, ich denke, das kann man sonst so stehen lassen. Ja. Okay. Ich muss... Hä? Wie lauf ich denn? Warum? Weißt du, jeder andere nimmt den ganz normalen Wanderweg. Nicht so der Gecko. Der klettert hier einfach in der Gegend rum und stürzt wahrscheinlich gleich in die Lava. Keine Ahnung. Ich nehme den dümmsten Weg der Welt, oder? Kann das sein? Ich weiß nicht, was ich hier mache.
Ich will jetzt hier hoch. Oh, guck mal. Hä? Natürlich. Nee, das mache ich jetzt nicht. Da, ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Wow, Alter. Da drüben ist es. Da leuchtet es schon. Hoffentlich komme ich da rüber. Oh. Das ist mir zu gefährlich nah an der Lava. Fliegen einfach mal so. Aber diese Steine könnte ich auch gebrauchen. Hey, da ist ja Dings wieder. Name vergessen. Ja. Ja. Ne? Oh, ist fantastisch. Habe ich mal 2 Wochen oder 3 Wochen kein Spiel mehr gespielt, vergesse ich schon die Protagonistennamen. Ich bin ein Held, das gibt's gar nicht. Oh, mir liegt's auf der Zunge! Ah, es ist so furchtbar. Wir reden jetzt eh mit ihm. Hi! Oh, da ist ich schon. Dein Kommen beweist deinen Mut. An den Orten, die dir gezeigt werden, findest du Prüfungen, die dich stärker machen sollen. Doch stelle dich ihnen nicht leichtfertig. Na, wundervoll. Und die anderen so? Die sind nicht bei der Lava. Oder doch? Die sind halt hier alle im Gebiet natürlich. Muss ich noch was zu Katastrophenstreams sagen? Ich sag nur Hawaii Toast. Ja! Kashiwa natürlich! Mensch, sag doch mal was. Dieses Steinmonument hat 10.000 Jahre überdauert. Was wohl gebaut wurde? Oh, noch jemand in dieser Hitze unterwegs? Setzt dir die Hitze auch nicht zu? Ich weiß ja, dass es mich eigentlich nichts angeht, aber ich sorge mich um dich. Na, hast du vielleicht etwas Brandschutzmedizin eingenommen, so wie ich? Nee. Du liebe Zeit, dann macht dir die Hitze ja genauso wenig aus wie den Goronen. Wenn ich keine Brandschutzmedizin einnehme, verwandle ich mich ganz schnell in ein Brathähnchen. Knuspriges Brathähnchen. Genug davon. Sieh nur, genau wie ich gedacht hatte, es ist hier. Das Monument aus dem unvollendeten Lied meines Meisters. Ach ja, ob mein Meister an diesem Ort über das Lied nachgedacht hat? Lass mich das Lied vortragen, das mein Meister mir hinterließ. Diese Verse ehren Daruk, der sich und so. Ne? Also so höre er einfach mal dem Lied zu. Kudania windet sich im Feuerglühen, folgt nur dem heißblütigen Recken kühn. Größere Kräfte noch zu ergründen, folge dem, was die Monumente künden. Es gilt, den Giganten aus geschmolzenem Gestein zu besiegen. Es gilt, die Lichtringe des Vulkans zu durchfliegen. Ach du Scheiße. Es gilt, der Lava Hitze zu ertragen. Fantastisch. Prüfungen, die nur Recken waren. Na, super. Und? Was meinst du? Je öfter ich ihre Legenden höre, umso besser verstehe ich die Recken. So kann ich die grundlegenden Verse ergänzen. Ich kann den Heldenmut der Recken jetzt noch spüren, auch wenn das alles schon 100 Jahre her ist. Vielleicht, weil einer der Recken vor dir steht oder so? Ja. Mein Meister sagt immer, dass man reisen und mit anderen sprechen muss, wenn man ein gutes Lied schreiben will. Also folge ich nun seinem Rat und spreche mit vielen Leuten. In Goronia habe ich Yunobo und Bludo getroffen, die etwas über den Recken der Goronen wussten. Sie haben mir beide höchst interessante Geschichten erzählt. Ihre Geschichten werden mir ganz sicher dabei helfen, die grundlegenden Verse des Liedes fertigzustellen. Bestimmt. Die Ballade von Daruk. Na dann. Das klingt wirklich ganz toll, was wir machen müssen.
Na gut, dann durch goldene Ringe fliegen. Fantastisch. Also. Das. Du Pfeife. Das ist. Ah ja. Sag mal! Das ist da, wo der Titan direkt ist, oder nicht? Oder? Von welcher Seite aus ist das? Warum bist du denn nicht direkt auf der Karte? Von welcher Seite aus ist das? Das ist doch hier irgendwo. Na, auf jeden Fall sollten wir erstmal da hoch wohl. Na, dann machen wir das doch zuerst, oder? Ich hätte vielleicht alle drei markieren sollen. Und das Teleportmedaillon! Oh, ich bin so ein Depp! Ja. Jonas, einen wunderschönen guten Abend. Hallöchen. Fängt wieder toll an. Gut, egal. Erstmal. Ja, ja. Ist ja alles in der Nähe, das kriegen wir schon hin. Pass mal auf. So. Hier wahrscheinlich irgendwo. Ach, guck mal, ich sehe schon was. Na, fantastisch. Jetzt geh doch da rüber. Hui. Da geht's los. Einmal durch die Ringe fliege. Na, wunderbar. Reicht die Ausdauer auch aus? Das sieht so krass aus hier, ne? Alles klar. Let's go. Hui. Was? Was? Hä? Das ergibt keinen Sinn. Wie soll ich denn... Du bist doch bescheuert. Lauf, renn, kletter und tu und mach. Seid ihr bescheuert? Wow. Bumm. Jetzt da lang. Okay. Okay. Noch weiter zur Lava. Mhm. Die Kisten schon wieder! Oh, Alter. Das ist aber schon... sehr bedrohlich. Ich warte nur darauf, dass ich in die Lava stürze. Nein, wir haben es geschafft. Ui. Das ist aber eigentlich eine coole Route. Okay, das war wahrscheinlich noch mit das Einfachste einfach mal. Tada! Und schreien. Mal sehen, was uns hier drin erwarten wird. Wahrscheinlich jetzt. Oh. Wahrscheinlich wird es genau jetzt eben noch viel kniffliger. Schadolon schreien. Schadolon. 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 Okay. Gehen wir einfach mal rein. Hey. Upp. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Boah, das... Boah, wisst ihr noch, der letzte Schrein da? Der eine Schrein mit der Prüfung auf schwer... Allgemein eigentlich alle Balladenschreine, die waren bisher so geil. Aber mir ist vor allem der Kampfprüfung schwer in Erinnerung geblieben, wo man erstmal gegen den gekämpft hat und dann so, hey, das war's schon. Und dann öffnet sich da plötzlich einfach mal ein Untergrund. Mega geil. Eine Seilbahn. Das sieht man auch zum ersten Mal jetzt. Hä, ist ja voll cool. Hui, nehmen Sie mich mit. Einfach dem Feuer ausweichen? Das wird bestimmt noch ein bisschen kniffliger, oder? Aber das ist ja auch schon wieder ziemlich cool. Oh, Feuer. Jetzt sind wir wieder beim Thema Brathähnchen. Wenn wir hier nicht aufpassen, ey. Das müsste doch passen schon. Oder? Oh mein Gott, nein! Oh doch!
Oh mein Gott. Ich gehe mal... Ich bleib mal hier. Das ist so knapp. Muss ich hier jetzt absteigen? Jupp! Das Ding fällt nämlich runter. Jo, wunderbar. Hui. Okay, dann... Nächste Fahrt. Was sollen die Stacheln denn da oben? Hä? Oh wow, ein Wächter. Okay. Oh shit. Boah, what? Alles klar. Okay, jetzt wird's lustig. Fantastisch. Das ist ja fantastisch. Wow. Ach, er kann sogar um die Ecke straven. Sliden. Was auch immer. Okay, gehen wir hier mal hoch. Ups. Machen wir das doch einfach so. Moment, wo habe ich Pfeile her? Hä? Wo habe ich denn jetzt die Pfeile her? Die hatte ich gestern noch nicht. Spring doch! Och Manno, nimm mich halt mit, oder? Da oben ist der Ausgang. Ey, da erwartet mich doch noch was ums Eck. Erzähl mir nix. Das ist schon cool. Wasser. Ich erwarte, dass sich hier was... Das war eine Truhe. Hä? Was? Wieso fällt da... Wieso fällt da eine Truhe runter? Oh. Hui! Aua! Du dreckige Sau! Was? Oh Mann, da hat mich die Truhe jetzt tatsächlich besiegt. Wow. Das schaff auch nur ich. Fantastisch. Oh, was war das denn? Fantastisch. Ach, guck mal, die Eisdinger sind sogar noch da. Alles klar. Ja, aber da fällt sie doch wieder runter. Tja, nicht? Hä? Ist sie gelandet? Moment. Wow, hä, wieso duckst du dich? Was machst du da? Ja, du blöde Truhe, was hast du jetzt für mich? Weitwurf? Lol, Feuergroßschwert. Okay, danke. Warum denn nicht? Jetzt möchte ich da aber auch hoch, ne? Moment, wenn ich jetzt das kaputt mache. Genau. Perfekt. Aua! Was? Jetzt fällt die wieder von oben runter. Aber wieso denn? Du bist ja voll behindert. Alter. Pass auf, die kommt bestimmt wieder. Oder auch nicht. Boah, boah, wie knapp. Ja, und jetzt? Hey, die Ebene hat ja gar keinen Sinn. Ich dachte, es wäre hier jetzt irgendwas Cooles. Schön. Moment, da ist der Ausgang, wa? Oh mein Gott. Ich verstehe. Muss mir jetzt ja was hochbasteln. So. Oh mein Gott, das ist zu weit weg. Oh, Scheiße. Hä? Nups. Schnups. Hier nochmal. Nee. Link! What the fuck? Was war das denn? Ich hab's geschafft. Hi. Oh.
Fee. Hast du das gesehen, du? Heiliger Bimbam. Willkommen zurück. Ja, genau, du hast verpasst, wie Ego von der Truhe erschlagen wurde. Das ist, Zeichen von Rudania. Das erste hätten wir schon mal. Das ist, Haben wir ja gut hingekriegt. Ging, ne? Also. Ja, das war so, für den Anfang. Gar nicht mal so übel, glaube ich. Das war so ein Aufwärm-Dungeon, ne? Da bin ich immer gespannt jetzt. Zelda war irgendwie nie meins. Echt nicht? Nie? Was? Das ist schade. Aber hä? Du warst ja vorhin schon da. Also, als ich das Spiel angefangen habe. Jetzt doch da eigentlich schon sehen müssen, dass ich Zelda spiele. Ich finde Zelda einfach total cool. Ich habe sehr, sehr viele Teile gespielt. Ein paar nicht durch, aber... Ach, Zelda ist schon ziemlich cool. Vor allem dieser Teil ist einfach mal was Neues. So schön Open World. Das ist schon geil. Das haben wir jetzt geschafft. Ja, jetzt weiß ich nicht, wo die nächste Aufgabe ist, weil ich voll schlau bin und ich habe kein Medaillon hier hingeballert, weil ich voll schlau bin. Nee. War die nächste Aufgabe irgendwo hier? Oder war die hier? Du guckst eigentlich nie die Streams wegen den Spielen. Das ist ja auch interessant. Immer nur wegen den Streamern. Ah, das ist auch interessant, doch. Ja. Ja, ich schon auch manchmal. Doch, ich schon auch manchmal wegen den Streamern. Aber schon eigentlich auch wegen den Spielen. Aber ja, ja, ich verstehe schon. Wegen den Streamern oder dem Chat, ja genau, ja, verstehe ich schon. Ja, doch. Kenne ich. Breath of the Wild ist auch nicht so gut wie die anderen Zelda-Teile. Ja, was heißt nicht so gut? Es ist halt einfach mal was anderes. Nicht so gut würde ich jetzt... Ja, für eine Zelda-Formel vielleicht schon etwas schlechter. Aber rein vom Zelda-Gameplay... Es ist halt mal was anderes. Es ist halt mal was anderes. Ich finde es immer noch als Spiel an sich, so was es ist, schon ziemlich gut. Aber das hatten wir ja schon mal, ne? Man kann noch viel verbessern und so. Aber für Nintendos erstes Open-World-Game, kratzen die schon ziemlich an der Perfektion, würde ich mal sagen. Das ist schon ziemlich geil. Also schon Hut ab eigentlich, ne? Obwohl es noch schon ein paar Sachen zu verbessern geht, aber es ist schon Nintendo-typische Qualität, du. Es ist schon ein cooles Spiel, auf jeden Fall. Ich sag dir auch meine Meinung nach. Ja, ich weiß schon. Aber, ja. Meiner Meinung nach ist es trotzdem ein super Spiel. Jedes Zelda-Spiel ist einfach... Jedes Zelda-Spiel hat so das gewisse Etwas, so eine Sache für sich, so. Zum Beispiel, ich mag ja weniger Twilight Princess. Also es ist schon auch ziemlich cool. Allgemein mag ich jedes Zelda-Spiel eigentlich. Nur Twilight Princess ist bei mir irgendwie ziemlich weit unten. Ich weiß auch nicht. Das fährt zwar storytechnisch ziemlich gut auf, aber da ist mir dann... Ich weiß nicht, was mich gestört hat. Die Welt war zu leer. Es gab zu wenig nebenher zu tun. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht genau. Aber schlecht ist es nicht. Also ich würde jetzt kein Zelda-Spiel wirklich als richtig scheiße abstempeln, ne? Jedes hat so seine Stärken und Schwächen, finde ich. Okay, gut. Über die Zelda-CDI-Teile. Also,
Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass die doch scheiße sind. Aber ansonsten, ich denke, der Rest, ne? Der Rest ist der Rest.